Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in den Heiligen Hallen, Ladies and Gentlemen. Ja, die Saison steht vor der Tür und wir haben soeben gerade unseren BMW 02 ausgegraben. Daran müssen wir einiges reparieren, verändern und umbauen. Und was das genau ist, das seht ihr jetzt. Ja, Freunde, wir werden technisch als auch optisch einiges verändern. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Felgen an. Da haben wir ja eine Art Alpina-Felge gefahren die ganze Zeit im Fitment-Style. Das ist auf Dauer aber nicht ganz so gut für die Karosserie, wenn man sehen kann. Haben wir ja schon so leichte Anlageflächen und das schmerzt natürlich nach der kompletten Aufbaureise dieses Fahrzeugs und deswegen werden wir dafür ein neues Felgen-Setup herstellen lassen, was wir dann quasi mal endlich versenken können. Dafür hat uns unser lieber Freund Norm mal hier so ein schönes Gerät aus seinem 3D-Drucker gelassen, nämlich hier so eine schöne Skala, wo wir jetzt am Fahrzeug selbst ausmessen können, wie oder welches Felgenmaß optimal ist, um es schön versenken zu können. Da können wir hier einmal die Zollgröße einstellen. Wir können die Felgenbreite einstellen und können Felgenbreite hier und können uns auch die IT einstellen. Dazu aber später mehr nachher. Wir werden uns jetzt erstmal um das technische Fauxpas kümmern, sage ich mal so. Wie ihr alle wisst, ist uns das Teil mal wieder um die Ohren geflogen, nämlich in Italien. Das letzte Mal auf der XS Car Night. Deswegen konnte das Teil da auch nicht teilnehmen, da uns das Ding nämlich schon mal wieder in die Luft geflogen ist. Zwar nicht ganz so krass wie damals in Polen, aber ja, ähnlich, sag ich mal so. Was ist eigentlich passiert? Uns ist von einem Schlepphebel von der Nockenwelle, so sieht das Ganze aus, das ist dieser Kipphebel. Und da ist ein gehärtetes Stück Metall drauf, dieses hier. Und das ist nämlich von dem Kipphebel runtergebrochen. Somit stimmt unser Ventil. Ventilspiel absolut nicht mehr, am Auslassventil müsste das sein, genau, um circa fast einen guten halben Zentimeter, ne? Und das klackert und rasselt natürlich enorm. Ich kann eben mal das Teil anschmeißen, damit ihr mal hört, was ich meine. Fahrzeug läuft zwar noch, allerdings nicht mehr so schön rund und es klackert halt wie so ein Schlepper. Ja, wie ihr sehen könnt, das Teil läuft ziemlich unrund und da hinten habt ihr sehr massives Klackern. Ja, wir haben eigentlich gedacht, dass wir das Ganze relativ einfach lösen können, dass wir quasi oben diese Stangen rausziehen können, wo quasi unsere Kipphebel drauf laufen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, Freunde. Ich habe hier den alten 1600er liegen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Nockenwelle läuft quasi hier in der Mitte. Darauf geführt natürlich hier diese Kipphebel, die ich eben gemeint habe. Diese wiederum laufen auf diesen Metallplättchen, die natürlich bei dem einen Ventil oder bei dem einen Hebel weggebrochen sind. Ja, in der Theorie wollte man da jetzt eigentlich so vorgehen, dass wir einfach nur hier diese Stangen ziehen, den Hebel hier austauschen im eingebauten Zustand und die Stange wieder reinschieben, alles zusammenbauen und fertig. Das wiederum ging aber nicht, da diese Stangen hier quasi so kleine Nuten haben, wie man sehen kann. Und diese Nuten, da stecken quasi unsere Kopfschrauben drin. Ja, das heißt, um diese Stange ziehen zu können, müssen wir unsere Kopfschrauben lösen. Und wenn wir die Kopfschrauben lösen, ist natürlich unsere Kopfdichtung hin. Und somit müssen wir jetzt einmal hier die komplette Party feiern und müssen unseren Zylinderkopf abbauen. Das heißt, es muss wirklich alles runter, erstmal Kühlerwasser rauslassen. Abgraskrümmer weg, die kompletten Vergaser müssen runter, die kompletten Anbauteile und ja, Kopf muss ab. Neue Dichtung habe ich schon bestellt, neue Kopfschrauben und so weiter und so fort. Und ja, trotz dieses kleinen Fauxpas hier von diesem kleinen Metallblättchen ist das jetzt doch eine Riesenarbeit, die wir vor uns haben. Ja, Freunde, da würde ich sagen, lege ich mal los, lasse ich jetzt erstmal das Wasser raus und dann hauen wir unseren Zylinderkopf hier runter. Und? Ist ein Durchblick? Ja. Ja, hast du, ne? So, Freunde. Ich habe jetzt erstmal grob unseren Kopf freigebaut. Ich habe jetzt hier die Vergaser schon mal runtergemacht und diverse Anbauteile freigelegt. Und jetzt könnt ihr auch schon mal schön sehen, wo eigentlich hier das Übel ist. Hier Auslasskipphebel, da ist der Nocken. Also der Nocken guckt jetzt gerade nach unten und ich habe hier, komm hier, Ast rein mit dem Schraubenzieher dazwischen. Da müsst ihr normalerweise jetzt hier das Eisenblättchen draufklemmen, was hier in unserer Fensterbank liegt. Und das ist rausgebrochen und deswegen haben wir jetzt so viel Spiel zwischen dem Hebel und der Nockenwelle. Ja, das Ding muss jetzt getauscht werden. Dafür, wie gesagt, muss die Stange hier gezogen werden. Die geht nur raus, wenn die Kopfschrauben draußen sind. Deswegen heißt es jetzt als nächstes, der komplette Kopf muss runter. Wir werden jetzt hier die Steuerseite erstmal losmachen, das obere Nockenwellenrad lösen, noch hier so ein paar Köderschläuche am Kopf lösen und dann können wir unseren Kopf schon abheben.
Freunde, Zylinderkopf ist mittlerweile ausgebaut. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist jetzt hier noch der Block drin, aber dazu gleich noch mal mehr. Ich habe jetzt hier den Zylinderkopf liegen und habe das Teil auch schon mal begutachtet und jetzt festgestellt, dass das eine Ventil hier, das Auslassventil, wo auch der Schlepphebel kaputt ist, eine ungewöhnliche Verfärbung hat im Gegensatz zu den anderen Ventilen. Habe dann eben auch schon mal mit Bremsenreiniger einen Test gemacht, ob das Ventil dicht ist, aber den Bremsenreiniger hat es gar nicht gebraucht, weil nämlich, also das Ventil ist jetzt nicht irgendwie von dem Nocken gedrückt, wie ihr sehen könnt. Hat ja hier der Schlepphebel übelst Spiel. Somit drückt er auch nicht aufs Ventil. Allerdings schließt das Ventil nicht richtig. Das kann man jetzt mal gut sehen, wenn ich die Taschenlampe nehme und quasi das Ventil von unten anleuchte. Und wenn wir jetzt hier in den Auslass schauen, klafft da ein riesiger Spalt, Freunde. Das heißt, das Ventil hier ist aus irgendeinem bis jetzt noch unbekannten Grund kritzekrumm. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier oben die Stange ziehen, wo quasi unsere Schlepphebel geführt sind, werden das Ventil mal entnehmen und dann mal testen, ob das wirklich krumm ist oder ob das jetzt, keine Ahnung, was damit ist. Auf jeden Fall müssen wir dieses Ventil auf jeden Fall erstmal ausbauen und schauen, was da Phase ist. Ja, das Einzige, was ich mir jetzt erklären kann, ist, da das Spiel zwischen Ventil und Kolben relativ gering ist, der Motorenbauer, der hier vorher mal dran war, habe ich gesehen, dass der quasi hier, da wo das Ventil aufrifft oder fast aufdriftet auf dem Kolben, auftreten darf es ja natürlich nicht, ne? Dass da schon händisch dran rumgefräst worden ist. Seht ihr das? Das ist wie mit so einer Art Stabschleifer hier vertieft worden. Das ist aber bei jedem Zylinder so, das ist bei dem auch. Bei dem hier sieht man es sogar schon fast am schönsten und natürlich auch bei diesem. Einmal beim Ein- und beim Auslassventil haben die da händisch mit dem Stabschleifer oder irgendwas mechanischem die Kolben oben abgefräst. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber das sagt mir schon mal, dass das auf jeden Fall alles sehr knapp hergeht und ja, unser Ventilhebel oben ja quasi diese Beschichtung abgebrochen ist und ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass der alte Schlepphebel, dass diese Platte da abgebrochen ist, vielleicht sogar noch mal kurz auf den Schlepphebel drauf gewesen ist, aber nicht wieder richtig zu den Sitz gefunden hat bei dem alten Hebel und dann das Ventil vielleicht sogar, und wenn es nur 1-2 mm sind, weiter geöffnet hat dadurch, als es eigentlich darf. Und wie man sehen kann, haben wir zwischen Ventil und Kolben halt nicht viel Platz. Und das wird wahrscheinlich schon ausgereicht haben, um dem Ventil mal kurz einen Dotzer zu geben und es dann krumm zu drücken. Das ist auf jeden Fall das Einzige, wie ich mir das erklären kann, weil ansonsten ist da nichts weggebrochen, was da mechanisch hätte auftreffen können. Die Steuerzeiten haben ja gestimmt, sonst wäre ja nicht nur das eine Ventil krumm. Also es muss schon mit dem Schlepphebel zusammenliegen und dass das Ventil kurze Zeit weiter draußen war, als es darf. Naja, dann würde ich sagen, hauen wir jetzt erstmal das Ventil raus und gucken uns das an. So, Freunde, mittlerweile einige Tage später, ne? Warum erfahrt ihr gleich? Ich habe jetzt hier schon mal alles sauber gemacht und aufgebahrt. Ventil haben wir ausgebaut, wie schon angekündigt, und das haben wir auch überprüft. Mit einem Akkuschrauber kann man das nämlich einfach überprüfen. Einfach hier einspannen ins Bohrfutter, dann das Ganze drehen und dann könnt ihr schon schön sehen, dass das Ding hier kritzekrumm ist und eiert. Ja, haben wir natürlich versucht, von unserem 1600er Motor, den wir noch haben, von unserem 02 Original, das Auslassventil einfach rauszuklauen. Allerdings war da das Problem, dass das ein Maß von 35 mm hat, der Teller unten quasi. Und wir haben aber ein Ventil, was unten einen Durchmesser von 38 mm hat. Somit haben wir uns jetzt ein neues Ventil von Wallot Nash bestellt, was auch passend für die Maschine ist und auch passend für den Zylinderkopf. Allerdings hat hier unser Kollege, der davor hier Motortuning betrieben hat, Pascal, ne? Ja. Wahrscheinlich nicht nur die Kolben bearbeitet, wie man jetzt auch nochmal schön sehen kann. Ich habe nämlich die Kolben jetzt nochmal ein bisschen sauber gemacht. Sieht man jetzt hier nochmal schön, dass der hier überall mit seinem Stabschleifer die ganzen Sitze von den Ventilen oder da, wo die Ventile rauskommen, halt tief gefräst hat. Und somit gehen wir halt wirklich davon aus, dass das da alles wirklich haarscharf zugeht. Und deshalb hat der Kollege wahrscheinlich auch einen Millimeter jeweils von den Ventilen abgedreht. Das kann man jetzt hier ganz gut sehen. Ich stelle die jetzt mal hier schnell nebeneinander. Pascal macht nochmal schnell Licht von hier hinten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf Kamera sieht, aber der seitliche Steg hier von dem neuen Ventil ist jetzt einen guten Millimeter höher als der Steg vom alten Ventil. Das heißt, wenn ich jetzt unser Ventil nehme, in den Zylinderkopf hier einführe, guckt das Teil jetzt halt, sagen wir mal, einen Millimeter aus dem Kopf raus und die anderen sind alle fast plan hier im Kopf drin. Somit würden wir jetzt wahrscheinlich das Risiko eingehen, wenn wir das jetzt einfach einbauen, dass wir mit dem Ventil auf jeden Fall wieder auf unseren Kolben aufschlagen und wir haben dasselbe Spiel von vorne. Ja. Und somit müssen wir jetzt das Ventil abdrehen. Und da wir hier keine Drehbank haben, würde ich sagen, besuchen wir jetzt mal unseren lieben Freund Cornelius in seine eigenen heiligen Hallen
und drehen dieses Ventil erstmal perfekt auf Maß, dass das hier wieder wie die anderen alle stimmt. So Freunde, angekommen beim Coneus, der spannt jetzt hier gerade das Ventil in seine Triebwand ein und dann rasieren wir das Ding mal runter, würde ich sagen. Ciao Momo, Prost. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. So Freunde, wenn wir schon mal dabei sind, wird man das Ventil auch gleich nochmal einschleifen. Zurück in den heiligen Hallen, Freunde. Wir haben jetzt die Ventile hier wieder eingebaut. Wie ihr sehen könnt, Schlepphebel ist auch schon am Start. Und jetzt werden wir in dem Anzug auch gleich nochmal die Ventile neu einstellen, da wir jetzt die Nockenwellen drehen müssen und die Ventile ja unten hier ein bisschen Platz brauchen, habe ich das jetzt hier rechts und links nochmal auf ein paar Holzklötze gesetzt. Und ich zeige euch jetzt mal schnell, wie das bei dieser Maschine funktioniert. Wir brauchen hier beim Ein- und Auslassventil ein Spiel von 0,2 mm. Deswegen nehmen wir hier die Messskala und nehmen dann auch nochmal gleich die nächstgrößere zur Hand. Das wäre dann in dem Fall 0,25. Das heißt, die 0,2er, die muss perfekt hier durchflutschen. Also die Ventile, die Nocken müssen immer wegwärts zeigen. Ne? Ihr müsst dann quasi auf der Nockenwelle da einstellen, wo der Nocken quasi nicht nach oben zeigt. Ja, jetzt passt hier das 0,2er Maß perfekt durch. Das 0,25er passt nicht durch. Somit ist das Ventil hier noch gängig. Das können wir uns jetzt gleich hier markieren. Farblich, damit wir auch wissen, dass wir das schon eingestellt haben. Ja, jetzt zu dem Ventil, was wir jetzt eben umgebaut haben. Das haben wir jetzt nur Pi mal Daumen eingestellt. 0,2 geht durch. 0,25 geht auch noch durch. Also somit ist das Ventilspiel hier viel zu groß. Das heißt, wir müssen das enger stellen. Das hört man jetzt auch schon am Geräusch. Hier ist das Ventilspiel perfekt. Da ist kaum Spiel da. Und hier drüben haben wir noch volles Rohrspiel. Ja, jetzt haben wir hier hinten eine exzentrische Scheibe drauf. Da müssen wir jetzt quasi die Verklemmung davon lösen. Und können über die Exzenterscheibe hier jetzt perfekt unser Ventilspiel einstellen. Jetzt machen wir uns die Leere wieder hier dazwischen. 0,2 mm. Und wenn er jetzt merkt, wenn ich hier hinten das bewege, jetzt hänge ich fest, mache das wieder los, wieder Freigang. Also mache ich das schön auf Verklemmung, dass das hier einigermaßen saugend durchgeht und kann dann hier wieder meine Einstellschraube festdrehen. Ich habe gerade so ein bisschen einen Voice Crack, habe ich das Gefühl, oder? Kann das sein? Genau. So, Freunde, jetzt geht hier die 0,2er schön saugend durch und die 0,25er geht nicht mehr durch. Somit können wir uns die auch markieren. Wir haben jetzt überall das perfekte Ventilspiel eingestellt und können jetzt somit unseren Kopf wieder einbauen, Freunde. So Freunde, mittlerweile zu später Stunde. Wir haben alles wieder zusammengebaut, abgedichtet. Hab jetzt auch vorneweg nochmal die Steuerzeiten geprüft natürlich, ob das auch alles funktioniert und hinhaut. Und somit ist jetzt der erste Startversuch. Wir haben ja eben schon mal geguckt, unsere Lightbox ist leider leer. Die hat nur noch 8%. Jetzt haben wir einen Booster dran gehangen. Liebe Niklas hat uns auch besucht hier zu später Stunde. Und jetzt müssen wir mal gucken, hier, ob wir mit minimalster Batteriekraft das Ding eventuell zum Starten bekommen. Ja, Freunde, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich glaube, wir müssen hier erstmal ein bisschen laden. Du. So, Freunde, den Booster haben wir jetzt ein bisschen geladen, die Batterie haben wir jetzt ein bisschen geladen. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt hier funktioniert. Schauen wir mal, was wird. Das schnurrt doch wie ein Kätzchen, du, Niklas, du, hä? Wie eine Katze. Wie eine Katze.
flackert er nicht mehr und läuft erst rein. Top! Top! Ja, Freunde, Mission erfüllt. Unser BMW 02 läuft endlich wieder, ne? Ist schon eine kleine graue Pechmaus, dieser Wagen, muss man mal ganz klar sagen. Also was wir mit dem Teil schon durch haben, vom Schrottkauf über den Aufbau, über Getriebeplatzer bis über Kipphebel, Wegfliegaktion mit Ventil, Rumdrückerei, ist ja geisteskrank. Das, weil du so einen nervösen Gasfuß hast. Ist ja Wahnsinn. Ja, Freunde, dann war es das schon wieder von diesem Video. Es hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.